Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich zitiere: Wir bekommen es hier mit einer verlorenen Generation zu tun. Das sagt der Präsident des Deutschen Kinderhilfswerks heute in der Welt. Und das ist vielleicht eine Wortwahl, die ich mir nicht zu eigen machen würde, aber der Leidensdruck für die Kinder ist schon enorm. Und das betrifft eben nicht allein die Kinder in den Kitas, sondern auch die Schülerinnen und Schüler freuen sich auf ihre Freunde. Die brauchen dieses soziale Miteinander, die brauchen das gemeinsame Lernen. Und eben gerade für alle jungen Kinder ist es ganz entscheidend wichtig, dass sie einen geordneten, einen begleiteten Tagesablauf haben, in dem sie dann auch eine gewisse Orientierung bekommen, eine Sicherheit bekommen. Und ja, wir müssen leider festhalten, zu Hause ist das eben nicht überall so gewährleistet. Und so entwickelt sich die aktuelle Lage eben zu einer Frage der Chancengerechtigkeit. Und das an einem Brennpunkt der sozialen Selektion. Dort, wo die Entscheidung über zukünftige Bildungskarrieren getroffen wird. Und deswegen ist es so wichtig, eben gerade Schulen und Kitas auch als Schutzräume für Kinder wieder zu öffnen. Gerade für diejenigen, die in einem benachteiligten Umfeld sind, ist das eben entscheidend. Und außerdem leisten sie darüber hinaus auch wertvolle Unterstützungsarbeit für alle Familien und für die ganze Gesellschaft. Und zur Frage der Infektionsgefahr, die natürlich auf der anderen Seite steht. Zitiere ich jetzt den Herrn Johannes Hübner, einen Infektiologen und Kinderarzt aus München, in der Süddeutschen Zeitung stand: Die medizinische Evidenz rechtfertigt es nicht, ihnen weiterhin ein kindgerechtes Leben zu verwehren. Zitat Ende. Und da ist was dran. Und was mich dann bewogen hat, jetzt auch hier nochmal diesen Nachzieher zu bringen, ist eben die jüngste Stellungnahme, die wir von 5 medizinischen Fachgesellschaften zur Öffnung von Kitas und von Schulen kürzlich am 19. Mai bekommen haben. Da wird anhand von wissenschaftlichen Fakten eben sehr deutlich dargelegt, dass gerade junge Kinder wesentlich weniger anfällig sind für Infektionen. Das zeigen die Studien zur Kontaktverfolgung. Ebenso wird deutlich, dass erkennbar weniger Kinder positiv getestet werden und dass es eben auch seltener zu schweren Krankheitsverläufen kommt. Und ja, die Erkenntnisse aus Baden-Württemberg unterstützen das Ganze eben noch, weil sie deuten eben ganz deutlich darauf hin, dass es wirklich nur wenige Kinder sind, die auch wirklich infiziert waren und damit auch nicht irgendwo im Stillen im großen Stil sozusagen symptomfrei die Krankheit weitergetragen worden ist. Und so wird immer klarer auch durch die aktuellen Erkenntnisse auch aus der Infektionsforschung, die Dynamik der Pandemie entsteht durch diese sogenannten Superspread-Ereignisse. Das heißt also der Après-Ski in Ischgl oder die Starkbierfeste oder jetzt zum Beispiel dieser Gottesdienst in Frankfurt. Das sind die Ereignisse, wovon die wesentliche Dynamik dieser Krankheit herkam. Und deswegen wird deutlich, Schulen und Kitas spielen hier nicht die bedeutende Rolle. Es gibt zwar einen Fall aus Frankreich, da wird ein französisches Gymnasium zitiert und auch untersucht, wo eine Infektion, noch bevor man Schutzmaßnahmen eingeleitet hatte, unbemerkt stattgefunden hat. Da haben 43% der Lehrer dann einen positiven Test bekommen, die getestet worden sind. Und auch 40% der Schüler, allerdings der 15- bis 17-jährigen Schüler. Wenn man sich dann die Schüler unter 15 Jahren angeschaut hat, dann waren es nur wirklich verschwindend geringe 2,7%, die noch positiv getestet worden sind bei so einer Infektionsdynamik. Das macht deutlich, und zwar eindrucksvoll, dass das Infektionsgeschehen eben nicht von den jüngeren Kindern getrieben wird. Und daher ist es nötig, hier umgehend auf diese wissenschaftlichen Erkenntnisse zu reagieren und die Abwägung zwischen Kindeswohl auf der einen Seite und Infektionsschutz auf der anderen Seite neu zu treffen. Und das gestehe ich auch den Grünen an dieser Stelle zu. Und deswegen müssen wir auch die Konzepte überarbeiten zum Infektionsschutz. Aber nicht abschaffen, wie es die AfD fordert in ihrem Nachzieher, sondern überarbeiten, damit sich die Einrichtungen vor Ort darauf einstellen können und dann auch für einen eingeschränkten Regelbetrieb individuelle Lösungen schaffen können, denn die werden auch nötig sein. Und entscheidend ist am Ende eines, dass wir in der Regel wieder wegkommen können von diesem Hin und Her zwischen Notbetreuung, zwischen viel zu kurzen Präsenzphasen und dem Lernen zu Hause, was leider eben auch nicht so funktioniert, wie wir es eigentlich bräuchten, damit wir eben nicht, wie anfangs zitiert, zur verlorenen Generation kommen. Zumindest für die Jüngeren können wir es machen, schaffen wir wieder geordnete Strukturen, darauf zielt unser Antrag ab. Kinder haben ein Recht auf Bildung und Erziehung, das kann und das muss deshalb jetzt wieder gestärkt werden. Die neuesten Stellungnahmen der Wissenschaft sind ein Weckruf. Wir sollten ihn erhören. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Fischbach. Für die AfD-Fraktion hat das Wort Herr Abgeordneter Jan Schiffers.